So, hallo meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch ganz gerne mal, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, die Babyboomer zeigen, die verschiedenen Möglichkeiten. Ja, ich würde sagen, ich bereite das mal alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine Süßen, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht und ich will euch praktisch einmal zeigen, wie wir das mit normalem Gel machen. Das heißt, ich habe hier einmal vom Belissa Nails das Natural Blend. Ich versuche jetzt hier, ich habe ja nicht von jedem alles da. Das ist ein natürlicher Hautton. Also es wird dann ein ganz natürlicher Babyboomer. Und hier habe ich das UV French Gel dazu, also in weiß. Dann machen wir einmal mit Fiberglas. Da habe ich mal mir das Milky Rose von Laveni. Viele haben ja auch Laveni zu Hause. Das habe ich nur lange nicht benutzt und angebatscht. Deswegen mache ich mir das noch mal eben kurz sauber. Nö. Ich werde mir das auch mal aus der Hand hier. Für alle, die das nicht kennen. Aber vielleicht haben es auch einige zu Hause. Das sieht so aus. Das ist eine sehr schöne Farbe. Fiberglasgel verhält sich ja noch etwas anders wie normales Gel. Dazu habe ich dann, weil ich das Weiß nicht dazu habe, habe ich hier ein French White auch genommen und zwar von Nails.de, die Premium Edition. Gehen wir jetzt ab. Naja, weiß ist weiß, ne? Aber eben Fiberglasgel. Dann habe ich hier Acrylgel. Und zwar hatte ich hier einmal, das ist auch von Studio Max, das heißt von Nails.de. Die habe ich auch nach dem Umzug alle angebatscht, ne? Muss die alle nochmal sauber machen. Das Milky Rose. Das ist dann schon vom farblichen her ein bisschen anders. Und dann kann man das entweder machen mit dem Soft White. Also nicht mit dem French White, sondern mit dem Soft White. Das ist so ein bisschen abgemilderter. Oder man kann es auch mit dem Porzellaneffekt machen, je nachdem wirklich, was man für einen Effekt machen will. Das wären jetzt praktisch drei Sachen, die ich euch zeige. Ich war noch am Überlegen, mit Acryl euch das zu zeigen. Aber es gibt, glaube ich, unter euch nur ganz, ganz wenige, die überhaupt, glaube ich, mit Acryl arbeiten. Deswegen werde ich das jetzt weglassen. Vielleicht überlege ich mir das auch nicht, je nachdem, wie schnell wir praktisch auch durch sind. So, ich muss mir hier mal einmal das ein bisschen drehen, damit das auf Ja alles aufgenommen wird. So, dann ein bisschen mehr Licht hier. So. Ich hoffe, man kann es nachher. Ich habe jetzt im Moment gerade ein neues Aufnahmemedium. Mal gucken, wie das läuft. Das ist jetzt hier so ein Test. So. Habe ich mir zwei, drei Mustertipps praktisch oder hier ein paar Mustertipps geholt. Ich habe nicht die ganz weißen jetzt genommen, sondern die ein bisschen milchig praktisch auch aussehen, damit ihr das im Grunde genommen seht. Ich hätte auch klare Tipps nehmen können. Aber der Nagel selber ist ja auch nie ganz klar oder so. Also. Ne, also und mit dem Milky Rose oder mit dem Naturtönen oder was weiß ich, deckt man sowieso den Hauptteil des Nagels ab. So. Das heißt, ich raue mir den jetzt quasi erstmal ganz normal an. Ich habe die Naturnagelvorbereitung gemacht. Auch dazu kommt jetzt nochmal ein Video. Ich habe da auf Instagram habe ich eine Anfrage gehabt. Und zwar, welche Bits ich für die Nagelhaut zum Entfernen nehme. Und dazu mache ich jetzt, ich habe da schon ein Video zu gemacht, welche Bits ich nehme. Man kann aber alles Mögliche nehmen. Sehr viele, die praktisch anfangen und sich vielleicht ein, sag mal schnell, Fräser oder so kaufen oder
da ist oftmals, sind da ja Fräser bei. Und die Fräser meistens, die dabei sind, gut, das ist zwar jetzt keine komplett hochwertige, wie soll man sagen, Qualität. Nicht immer, das kommt jetzt drauf an, welchen Fräser man sich geholt hat. Aber oftmals ist ja so ein Set praktisch dabei, ne? Aber das zeige ich euch demnächst nochmal. Auch die kann man verwenden, durchaus. Die sind ja eigentlich für die Naturnagelvorbereitung auch geeignet. So, dann braucht ihr, wenn ihr mit Gel jetzt arbeitet oder auch Fiberglasgel arbeitet, habe ich immer so einen kleinen Mini-Fächerpinsel da. Damit, das zeige ich euch nachher. Dann braucht ihr natürlich einen ganz normalen Pinsel. Ich nehme mir jetzt mal, nehme ich mir den. Ja. Der ist mir eigentlich ein bisschen zu breit. Warte mal. Ich nehme mal hier so einen kleinen. Reicht mir der Vierer? Dann nehme ich einen Sechser. Das ist der Sechser. Na, die Nägel sind doch ein bisschen größer. Dann nehme ich mir mal den Sechser. Nehmt den Pinsel eurer Wahl. So, mit denen ihr sonst auch arbeitet. Einige können gut mit kleineren Pinseln arbeiten, einige lieber mit breiteren Pinseln. Das muss man für sich selber auch ein bisschen rauskriegen. So, den habe ich jetzt eine Weile nicht benutzt, deswegen mache ich mir den jetzt noch mal eben sauber. Das braucht ihr auf jeden Fall. Für Acrylgel natürlich, wenn wir dann schon mal dabei sind, braucht ihr nachher, dafür habe ich ja praktisch meinen doppelseitigen, sag ich mal, wo ich auf der einen Seite das Acrylgel rausholen kann und auf der anderen Seite meinen Pinsel habe. Und dann für Acrylgel natürlich, wenn wir schon mal bei den Basissachen sind, braucht ihr dann entweder einen Cleaner oder, wie ich neulich in dem anderen Video, was die Leute, die das noch nicht kennen, dieses Dip in Form. Das ist von Color Your Nails. Das ist noch relativ neu, sage ich jetzt mal. Das gibt es aber auch in anderen Shops, wie wir schon bemerkt haben. Und damit arbeite ich auch jetzt sehr gerne. Ihr könnt aber, wenn ihr das nicht da habt, mit Acrylgel natürlich dann auch, wie bisher auch, mit dem Cleaner arbeiten. So. Das erstmal dazu. Das heißt, ihr habt praktisch die Nägel sind in Form, sind angebuffert, die Nagelhaut ist entfernt. Also das im Grunde genommen macht ihr ja alles schon vorher fertig. So, und dann, wir fangen jetzt mal mit Gel an. Ich glaube, dass die meisten sowieso mit Gel in welcher Form auch immer arbeiten. Ist heute auch noch so. Oder eben mit Acrylgel. Und zwar würde ich mir, ich habe das jetzt praktisch angeraut. Wenn ihr wollt, wegen der Haltbarkeit, könnt ihr praktisch unten drunter auch noch einen Primer machen. Oder ihr macht ein Haftgel unten drunter. Wir machen Haftgel unten drunter. Wie sich das gehört. Das muss ich mal, da habe ich jetzt eben nicht dran gedacht. Ich nehme mir jetzt einfach mal das Optimo. Jetzt muss ich mir das hier, jetzt habe ich mir hier so zugebaut. Ich nehme mir mal meine Lampe hier ran. Da mache ich mir mal ein bisschen Platz. Na, man hat sich ja immer schnell vollgestellt. Alles mal so ein bisschen hier beiseite. So, und dann nehme ich mir ganz normal meinen Pinsel. Wundert euch nicht über die Geräusche, das ist meine Waschmaschine. Trage mir praktisch ganz normal, ganz dünn, schön gleichmäßig das Haftgel auf. Und das Optimo Add kann ich auch wirklich, gerade auch wenn man Problemnägel hat oder so weiter, kann ich das absolut empfehlen. Als Haftgel. Das ist für alle, die es nicht wissen. Ich muss mich ja hier. Die meisten, sag ich mal, erkennen ja meine Videos. Ich habe die auch alle schon vorgestellt. Das ist von Tailored Nails, das Optimo Add. Und sonst guckt euch nochmal in den Playlists um oder in den vergangenen Videos auch ein bisschen zurückliegend um. Da stelle ich praktisch auch immer wieder die Produkte vor. Und das gebe ich jetzt praktisch erstmal ganz normal eine Minute zum Aushärten.
bei LED, 2 Minuten natürlich bei UV. Je nachdem, was ihr für Lampen zu Hause habt. Ich muss das ja auch immer wieder dazu sagen. So. So, ich habe jetzt noch mal eben überprüft. Aber ich glaube, er nimmt auf. Ich werde es ja nachher sehen. So, dann nehmen wir uns erstmal das Natural Blend. Also ihr könnt es natürlich auf 2 verschiedene Weise machen. Ich würde mir, glaube ich, jetzt, ja, also sagen wir mal, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch entweder das erstmal das Covergel praktisch auftragen und nachher das French vorne praktisch ein bisschen reinziehen. Ihr könnt auch erst, vielleicht ist das für die meisten am einfachsten, ja, ich glaube, für die meisten ist das am einfachsten. Ich nehme ja praktisch erstmal was von meinem French Gel hier. Der Tiegel ist noch voll, ich benutze das nie, ne? Merkt ihr das? Und nehme mir erstmal eine ganz kleine Menge, weil ich trage das ja praktisch vorne nur auf die Spitze auf. Und es soll ja kein French werden, sondern ein Babyboomer. So, das heißt, ich verteile mir das French. Hier erstmal. Und wenn das ein gutes deckendes French ist oder ein Soft White, je nachdem was ihr zu Hause habt, dementsprechend sieht ja nachher denn die Spitze vorne eben auch aus. So, dann würde ich mir jetzt meinen Pinsel nehmen. Ich nehme das mal da runter. Ich hoffe, ich muss mal gucken, ob ich euch ein bisschen näher ranholen kann. Warte mal. Seht ihr das auch? Seht ihr, dann ziehe ich mir das praktisch nur den äußeren Rand lasse ich das praktisch wie so ein Verlauf mache ich das, ne? Also ich matsch da jetzt nicht richtig drin rum, sondern ich ziehe mir das Weiß mit dem Pinsel. Wenn ihr so einen Pinsel nicht da habt, dann nehmt ihr einen ganz weichen Fullcover-Pinsel oder Modellage-Pinsel. Auf jeden Fall soll das nur so ein ganz weicher Verlauf sein. Und ziehe mir das einfach nach oben ein bisschen rein. Ich habe wahrscheinlich jetzt auch vorne sowieso schon zu viel genommen. Dann verteilt sich das praktisch auch ein bisschen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so auf Anhieb hin, weil wie gesagt, Babyboomer mache ich nicht so häufig. Ich musste auch echt eben nach den Weißtönen. Ich habe auch irgendwo noch andere. Oh Gott, ich habe so viel. Man hat zu viel davon, das ist es nämlich. So. Und ziehe mir das einfach so ein bisschen nach oben hoch. Und so würde ich das jetzt praktisch dann auch erstmal aushärten lassen. Ich habe wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen viel genommen. Meistens braucht man ja gar nicht so viel. Aber es soll eben auch keine Fremdspitze sein. Ne? So lasse ich das jetzt einfach einmal eine Minute aushärten. LED, UV, wie gesagt, wieder 2 Minuten. Bis gleich. So, es ist jetzt quasi einmal ausgehärtet. Ich hole euch mal wieder ein bisschen. Gehen wir ein bisschen weiter raus. Ich hoffe, dass ich vorhin überhaupt in der Kamera geblieben bin. So. Dann würde ich mir jetzt das Natural Blend jetzt hier nehmen. Oder ihr nehmt euch Milky Rose. Oder also je nachdem, welchen Effekt ihr erzielen wollt. Ob das jetzt stärker oder schwächer oder wirklich ganz natürlich auch aussehen soll. Jetzt nehme ich mir auch hier eine gewisse Menge von dem Gel raus. Setz mir das quasi hier oben ab. So. Modelliere mir das. Und dann auch für die Anfänger nicht so drin rummatschen. Viele haben nämlich deswegen dann auch nämlich Probleme. Das heißt, nehmt euch wirklich die Zeit. Ich muss mal eben hier das Ding nur so in die Hand nehmen. So. Ich euch noch mal ein bisschen näher ranholen hier.
Genau, so. Und nehmt euch wirklich ein bisschen die Zeit, arbeitet nur spielen, weil die meisten Gele von heute sind selbstglättend und arbeitet wirklich nur, als wenn ihr es streichelt. Zieht euch das dahin, wo ihr es haben wollt und dann zieht ihr euch das, bis der Nagel quasi abgedeckt ist. Das ist dann meistens so hier in diesem Bereich und den Rest zieht ihr euch einfach nur leicht deckend nach vorne rüber. Natürlich nicht, dass es komplett abdeckt. Guckt, dass ihr dass der Aufbau stimmt und so weiter. Ist eigentlich nicht schwierig. Ja, ich sag das immer so leicht, ne? So. Guckt ihr euch das Ergebnis nochmal an. Entspricht das so euren Erwartungen? Also hier vorne nicht mehr so eine dicke Schicht natürlich, weil ihr habt das Weiß ja vorne schon aufgetragen. Und ich sehe auch den Unterschied hier. Sondern ihr zieht das praktisch nur ganz leicht, den Rest praktisch nur vorne, wenn das ein richtiges French Weiß ist, einfach nur ein bisschen rüber. Und mehr ist das nicht. So. So sieht das jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Gucken, ob ich euch noch ein bisschen... Warte mal, ich zoome mal raus und dann... So. Dann gehe ich so noch mal ein bisschen dichter ran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es ist ja jetzt noch nicht ausgehärtet, ne? Das vorne praktisch jetzt... die Spitze so ganz leicht ein bisschen weiß rausguckt, aber eben nicht wie ein French. Jetzt muss ich schon wieder aufpassen, weil ich... Jetzt mache ich diesen kleinen Trick, was man ja auch mit den Händen machen kann, gerade für die Anfänger. Wenn ihr den Aufbau noch nicht komplett richtig gut drauf habt oder das Gel euch anfängt in die Ränder oder so zu laufen oder ein sehr flüssiges Gel ist und ihr wollt trotzdem ein schönes Ergebnis haben, dreht die Hand einfach einmal um und lasst, ne, natürlich nicht schräge, sondern gerade. Und lasst das Gel sein Übriges tun. Es positioniert sich nämlich dann wieder in der Mitte und schon habt ihr ein Problem weniger. So, das gebe ich jetzt mal wieder zum Aushärten. So, ausgehärtet ist es jetzt. Ich cleaner das jetzt mal ab, weil einige müssen ja dann doch vielleicht noch feilen. So. Ich brauche natürlich jetzt hier nicht mehr viel zu feilen, weil das ist schon ein optimal vorbereiteter Nagel. Wir haben ja hier keinen original echten Nagel vor uns, sag ich mal. Aber ansonsten feilt ihr euch das jetzt praktisch ganz normal mit der Feile praktisch nochmal zurecht. Und zwar Feilschritte, so wie ich es auch schon mal eben gezeigt habe. Immer in eine Richtung. Staubabsaugen lasse ich jetzt praktisch mal aus. Nun ist das auch ein sehr langer Nagel, sag ich mal. Normalerweise haben wir ja kürzere. Ne? Oben einmal schön mit Gefühl am Wall längst. Guckt euch sonst das Video mit den Feilschritten nochmal an. Da zeige ich das sehr ausführlich. Glaube ich auf jeden Fall. So lange, bis euch die Oberfläche guckt, euch den Nagel immer von unten an, von der Seite an. Ist da noch irgendetwas, wo ich feilen muss, dass die Seitenlinien schön gerade sind. So.
Der verzieht sich hier immer. Unten drunter nochmal längs, damit ich keine scharfen Kanten habe. So. Ich mache jetzt hier nochmal eben kurz einmal sauber, damit mir der Staub hier nachher nicht rumfliegt. Nehmen wir mal, ich nehme mein Tuch. So. Ich habe jetzt auch keine Handschuhe an. Ach ja, ja, ja. Dann entstaubt ihr euch den. So. Gucken, ob man den Effekt dann jetzt auch gleich sieht. Also das ist wirklich ein ganz dezenter Babyboomer. Den würde ich jetzt versiegeln. Wo habe ich den denn da? Ich nehme jetzt einen ohne Schwitzschicht. Ihr könnt aber auch mit Schwitzschicht nehmen. Also das ist wirklich völlig egal. Und dann versiegele ich mir den. Ich weiß, das sieht immer alles so einfach aus. Aber wenn ihr Babyboomer arbeitet, müsst ihr mit Gefühl arbeiten. Und schon habe ich einen ganz, ganz tollen, ganz dezenten Babyboomer. Ich hoffe, man kann es in der Kamera, sonst muss ich nachher nochmal bei den Einstellungen gucken. Aber ich glaube, ihr seht das, ne? Ich kann das jetzt hier schlecht sehen, weil ich um die Ecke gucken muss. Aber ich bin, glaube ich, dicht genug dran, dass man das sehen kann. Ja, dann gebe ich das nochmal zum Aushärten. So. Dann nehmen wir uns jetzt mal Nummer 2 vor. Dann den buffer ich mir jetzt praktisch wieder ganz normal an. Wie gehabt. Dann habe ich noch so eine Ecke von dem Abmachen. So. Hier habe ich mir auch eine Ecke, da habe ich Dosenöffner gespielt. Das naja, gut, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, dann wollen wir jetzt den zweiten, der hier ist gleich fertig, mit Fiberglasgel machen. Hier habe ich jetzt ein richtiges French White, obwohl das auch schon, aber das ist so ein Milky French. Das war schon leicht rosé. Das ist jetzt eine richtige weiße für eine Frenchspitze, also richtiges, knalliges Weiß. Hier verfahre ich aber... Was man auch machen kann, dass man unten drunter vielleicht auch erstmal eine dünne Schicht davon macht, dann etwas weiß obendrauf, sich das rein verzieht, wenn es jetzt nicht richtig knallig weiß sein soll. Aber einige mögen es ganz gerne, wenn die Spitze so ein bisschen leicht weißer ist, sag ich mal, als dieses Milky. Babyboomer gibt es ja wirklich in den allen verschiedenen Farben, drücken wir es mal so aus. Man kann das inzwischen sogar ja mit Farbe normal machen. So. Wieder das gleiche Spielchen mit Haftgel unten drunter. Wollen wir mal bei der Reihenfolge bleiben. Tum, tum, tum. Brauche ja keine richtige Gelschicht zu sein, aber schön, dass er wirklich überall schön ist und dementsprechend haftet dann nachher auch das Gel schön an. So. Zack. Den hole ich mal raus hier. Der ist nämlich fertig. Der zweite kommt zum Aushärten in die Lampe. Ich hoffe, der ist jetzt hier so gut groß genug, sage ich mal. Ich stelle ihn mal da hinten ein bisschen dichter dran. Dann kann der noch mal normal aushärten. Ich stelle jetzt mal den Cleaner davor. So. Das heißt, der hier, ich stelle mir den mal hier hin. Ich glaube, ihr könnt das auch sehen. Ja. Der wäre fertig.
Zack. Ich nehme mir jetzt für die Fremdspitze, nehme ich mir noch mal eben, weil dann brauche ich den anderen nicht ständig sauber zu machen. Ihr könnt auch, wenn ihr mit dem Pinsel noch ein bisschen, muss euch ja verschiedene Möglichkeiten zeigen, nicht so einen dünnen Pinsel oder ihr wollt wirklich, dann könnt ihr das auch mit dem Dotting-Tool machen, das geht auch. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein, das zeige ich euch auch mal. Ich muss euch ja alles Mögliche zeigen. Nee, warte mal, der ist mir zu dünn. Wo habe ich denn meinen ganz... Der war drinne. Dann nehme ich mir jetzt, ich arbeite jetzt mal mit dem Dotting-Tool. Und dadurch, dass ich ein richtiges French-White habe, hole ich mir jetzt praktisch, das ist jetzt dann eben Fiberglas-Gel, hole ich mir ein bisschen was raus. Das ist wahrscheinlich schon wieder viel zu viel. Das sehe ich so schon, dass das viel zu viel ist. Ich brauche meistens nämlich gar nicht so viel. So, dann nehme ich mir mal eben einen anderen Pinsel, um hier nicht ständig sauber zu machen. Nehme ich mal den hier, das ist eigentlich... Ach nee, ich wollte euch das ja mit dem Dotting-Tool zeigen, Claudia. So, dann zieht ihr euch das mit dem Dotting-Tool dahin. Erstmal nur vorne quasi die Spitze. Selbst das ist hier noch an Material viel zu viel. Aber mit dem Dotting-Tool auch nicht da jetzt so drin rummatschen, sondern wirklich nur, das Gel folgt euch ja. Schwebend in der Oberfläche arbeiten, dass auch nicht so viel hell und dunkel zu sehen ist, weil manchmal scheint das so ein bisschen durch, je nachdem, was ihr für ein Gel habt. So. Dass es hier vorne erstmal schön gleichmäßig aufgetragen ist. Dann nehmt ihr euch wieder den Pinsel, also genau den gleichen oder den Pinsel eurer Wahl. Und jetzt gehe ich, ich zeige euch das nochmal von dem Dichten. Ich muss beide hier rüber, ne? Jetzt muss ich gucken, dass ich so dicht wie möglich rankomme, damit ihr das seht. Gehe ich mit dem Pinsel wirklich, also nicht hier voll reingehen, sondern ich gehe hier praktisch nur an dem äußeren Rand und ziehe mir das ganz vorsichtig hier rein. Das ist extra so ein Babyboomer-Pinsel. Ich bin der Meinung, den habe ich auch bei Linny. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Falls ihr den sucht, aber andere Firmen haben den auch. So. Aber ich habe bei Linny eine Partner-ID, das heißt für alle, die die Videos gerne gucken und bei Linny bestellen, sowieso was bestellen wollen, würde ich mich freuen, wenn ihr über meinen Link reingeht, weil dann habe ich wenigstens auch was davon. Nicht viel, aber ein bisschen. Auch nicht auf alle Produkte, aber es ist egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, jetzt habe ich mir das quasi hier schön ein bisschen bis zur Hälfte oben hochgezogen. So. Und so würde ich das dann erstmal wieder in die Lampe zum Aushärten geben. Das machen wir jetzt auch. So, meine Lieben. Ausgehärtet. Jetzt nehme ich mir wieder mein Acrylgel, diesmal in Rosé. Acrylgel sage ich schon, Fiberglasgel. Meine Güte, es wird immer schlimmer mit mir. So. Es wird wahrscheinlich auch wieder zu viel sein. Aber einen gewissen Aufbau und so weiter müssen wir ja praktisch auch machen. Verteile mir das vorsichtig. Acrylgel reagiert etwas anders als normales Gel, weil es etwas fester ist. Aber auch hier nur mit der Oberfläche spielen, euch das hinziehen, wo ihr das wollt. Es ist ja ein bisschen härter als Gel.
So. Und wenn das hinten quasi stimmt, dann ziehe ich mir das wieder nach vorne. Müsst ihr gucken, wie viel ihr praktisch nehmt. Und ziehe mir das, dadurch, dass es auch ein French White ist, ganz vorsichtig. Sonst nehmt lieber noch mal was nach, je nachdem, wie viel ihr für den Aufbau braucht. Und ziehe mir das nach vorne über das French White rüber. Ich brauche hier noch ein bisschen. Ein gewisser Aufbau muss ja auch da sein. Bisschen abdecken soll das auch. Wahrscheinlich habe ich auch da vorne ein bisschen viel genommen. Aber wie gesagt, und dann ziehe ich mir das nach vorne raus. Und die Partikel da drinne, die brauchen ja so einen ganz kleinen Moment, bis sie sich ein bisschen gesetzt haben. Auch wenn das vorher, man sieht manchmal so kleine Stäbchen. Sag ich jetzt mal. Die Spitze soll mir ja jetzt auch nicht zu pinky werden, sag ich mal. Aber ihr könnt, dadurch, dass das Weiß ja auch schon ausgehärtet ist, man kann auch beides, wenn man nachher wirklich geübt ist, kann man auch beides im nassen Zustand machen. Aber so ist es die einfachere Variante, weil ihr euch denn das Weiß darunter nicht mehr in dem Sinne zerstören könnt, ne? Ihr wisst, was ich meine damit. So, jetzt muss ich mal selber hier gucken, weil die Farbe nach dem Aushärten ändert sich ja auch noch. So. Muss ich selber hier mal gucken, dass das wenigstens einigermaßen vernünftig aussieht. So. Ich glaube, so können wir das lassen. Und schon habe ich wieder einen ganz edlen, feinen Babyboomer. So, ich härte das mal eben aus. Muss mir das mal eben hier so drehen, hier vorne den Deckel drauf machen, weil der in der Nähe der Lampe steht. Das ist immer keine gute Idee. So, ist gleich. So, ausgehärtet ist er. Den würden wir uns jetzt praktisch dann auch wieder zurechtfeilen. Ihr seht ja schon an der Farbe, dass der ein bisschen anders aussieht. Ich bin gerade eben einmal unterbrochen worden. Das war ein kleiner Notfall. Und ja, so. Auch den feilen wir uns natürlich dann zurecht. Immer alles schön nach vorne weg. Seitenlinien angleichen. So wie immer. Wie gesagt, und die Anfänger und euch, guckt euch bitte das Pfeilvideo an. Bei mir sieht das immer schon zack zack aus, aber ich bin da ja auch schon geübt. Und wie gesagt, den Vorteil haben wir ja auch, dass die meisten Gele schon einen sehr schönen selbstglättenden Effekt haben. Das heißt, die gleichen euch ja so auch schon viel aus. Wenn ihr das macht, das immer in Ruhe. Den Tipp kann ich euch eigentlich nur geben. So, jetzt mache ich mir das mal eben hier wieder sauber. Wo ist mein da?
Schwubbeldi-wubbeldi-wups. Dann haben wir Nummer 2 nämlich auch schon fertig. Wo habe ich denn mein... da. Dann wird der auch versiegelt. Und geht ab in die Lampe. Ich hätte da, glaube ich, jetzt noch sogar noch ein bisschen mehr Milky Rose machen können, aber von der Machart her ist es ja genau wie bei den anderen auch. So, meine Lieben, auch der ist fertig. Jetzt habe ich den weißen Pad natürlich auch noch mal. Ich nehme das mal ab, dann seht ihr das vielleicht. Dann habe ich dieses Padafix unten drunter. Blub, blub. So. Mit einer ganz leichten weißen Spitze vorne. Sieht richtig schön natürlich aus. Und dann könnt ihr natürlich selber entscheiden, wie ausgeprägt das im Grunde genommen sein muss. Ne? Sein soll. So. Ihr seht ja hier auch schon den Unterschied. Ihr könnt es natürlich auch noch mehr weiß machen, sage ich jetzt mal. So, und dann kommen wir, das müsst ihr auch am besten, je nachdem, wie ihr das auch haben wollt, wirklich an Mustertipps vorher einfach mit euren Farben mal austesten einfach. Also das geht jetzt ja mehr wirklich ein bisschen ins Rosé praktisch rein, hat aber vorne auch eine leichte weiße Spitze oder ihr zieht es noch dünner vorne rüber, im Gegensatz jetzt zu dem, ne? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, dann kommen wir jetzt nämlich noch mal zu dem Acrylgel. Ich bin jetzt mal am Überlegen, also das Milky Rose. Ja, und da verfahre ich im Grunde genommen genauso. Also so würde ich es auf jeden Fall immer machen. Warum soll man sich das auch kompliziert machen? Nehme ich jetzt das Soft White, ja, ich nehme mal das Soft White. Hier würde ich habe den jetzt eben schon einmal angeraut, würde jetzt hier praktisch ganz normal mit dem mir ein, na sag mal schnell hier, ein Ultrabond unten drunter machen. Bisschen einen kleinen Moment antrocknen lassen. Dann nehme ich mir das Soft White, hole mir jetzt hier ein bisschen was raus, setze mir das ab und mir das gleich wieder sauber. So. Nehme mir mein, wo habe ich es denn hingestellt? Ah, dahin. Dülülüt. Oder eben Cleaner. Ich brauche nochmal eben eine Zillette. Mir vorne meine Spitze. Ziehe mir das erstmal so alles an einem Punkt, dass ich das hier vorne schön gleichmäßig drauf habe. Und ziehe mir das mit diesem Pinsel jetzt habe ich es wahrscheinlich eben ein bisschen zu doll abgewischt einfach nach hinten etwas raus
bisschen in die Mitte rein. Wirklich noch streicheln, immer streicheln. Wir haben heute, ne? Valentinstag, denkt da dran. Immer schön vorsichtig und behutsam. So. Auf dem Weißen sieht man es natürlich jetzt hier auch nicht so besonders. Also dreht euch den Nagel so ein bisschen. Auf dem Naturnagel wird es man, oder durchsichtigen Tipp wird es man natürlich jetzt sehen, inwieweit ihr das hier hochzieht. Das heißt, ihr, als wenn ihr hier auch nur einfach etwas verblenden wollt und lasst das ganz dünn auslaufen. So, dann könnt ihr das auch aushärten lassen. Das mache ich jetzt auch noch mal eben. Schwubbeldiwupps. So, meine Lieben, ich hole euch noch mal so ein bisschen dichter ran. Dann nehme ich mir jetzt mein Milky Rose. Hole mir da auch ein bisschen was raus. Setz mir das hier hinten ab. Da passiert ja nichts. So, jetzt werde ich mal gucken, dass ich die diesmal vielleicht etwas betonter mache, die Spitze. Jetzt mal das alte Material so ein bisschen raus. So. Mal schön abstreifen. Erstmal hier hinten schön verteilen. Dem kann ich immer nicht. Das muss ich so machen. Ich hoffe, ich bin im Bild. Und lasst euch auch, wie gesagt, bei Acrylgel könnt ihr euch alle Zeit der Welt lassen, gerade wenn man das übt. Auch nicht drin rummatschen, das hier hinten schön sanft auslaufen lasse, zum Wall hinten. Und dann ziehe ich mir das wirklich nur ganz sachte nach vorne raus. Gucken wir den Aufbau noch mal an, bin ich auch überall gleichmäßig. Hier hinten habe ich so eine kleine Mini-Delle. Das heißt, guckt euch den Nagel wirklich so von dieser Seite an. Und den Rest zieht ihr euch ganz behutsam nach vorne raus. Aha, da kriege ich meine Antwort. So. Kann sich das noch mal einen Moment setzen. Ich gucke mir es von hier noch mal an. Da ist so eine ganz kleine Mini-Delle hier. Aber ansonsten sieht da, glaube ich, gut aus. Ja. Und so würde ich den jetzt wieder zum Aushärten reinpacken. Da sehe ich noch so ein ganz bisschen. Naja, aber das ist so minimal. Okay, ich lasse das mal eben aushärten.
So, das ist jetzt auch ausgehärtet. Jetzt mache ich mir hier mal eben mal wieder meine Tüllis drauf hier. Genau. So, dann cleanern wir uns den auch noch mal eben ab. Oh, jetzt wackel ich auch noch. Entschuldigung. Den befeilen wir uns dann wieder, ganz normal. Und der Krügel lässt sich ja wirklich auch ganz leicht befeilen, sag ich mal. Ich brauche jetzt hier auch nicht mehr besonders viel zu machen. Seitenlinien natürlich nie vergessen. Vorne rum, unten einmal rum. Und morgen zeige ich, beziehungsweise morgen Abend drehe ich auch noch ein Video. Und zwar mit einer richtigen Maniküre, wo ich natürlich dann auch auf die Fräserbits eingehen werde. Das ist eine Kundin, die kommt das erste Mal. Die ist komplett naturbelassen, auf Deutsch gesagt. Ja. Und ich habe schon mit ihr gesprochen, ich darf das mitfilmen. Und das seht ihr dann das nächste Mal. Hier, das klebt nicht mehr richtig. Ne? Nee. Warte mal, ich nehme mir mal den hier. Gucken, ob der besser backst hier. Oh, natürlich nicht. Wo habe ich denn... Ja, jetzt bringe ich natürlich alles durcheinander. Ich hoffe, dass der hier einigermaßen sitzt jetzt hier, genau. Guckt ihn wie euch wieder von allen Seiten an. Vorführeffekt. Dinger richtig backen hier auch. Ja, mit der Zeit geben die den Geist auf, sagen wir das mal so. Das klebt nicht mehr. Klebt er hier? Besser irgendwie, wenigstens kurzfristig. So, wo habe ich denn mein da? Ne, jetzt will gar nichts mehr kleben hier. Oh Mann, oh. Komm mal hier. So. Kommst du da oben drauf? Papier, dich will ich nicht haben. So. Das ist auch wieder fest. Das kommt weg, 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 weg. Müll immer gleich beseitigen. So. Ist das denn hier unten drunter irgendwie wahrscheinlich zu glatt, wa? Naja. Er braucht jetzt nur noch halten, bis die Versiegelung drauf ist. So. Ich bin im Bild. Ja, also ihr seht, egal welches Material, gut, Acryl ist nochmal eine Disziplin für sich. Jetzt stell dich hin da hinten. So. Ja, aber wie gesagt, die meisten von euch arbeiten eigentlich nicht mit Acryl. Acryl ist auch eine Sache, da sollte man sich eigentlich also erst ranwagen, wenn man das andere beherrscht. Und dadurch, dass das jetzt hier ja auch ein bisschen für die Anfänger ja auch sein soll, die alten Hasen unter euch brauche ich glaube ich nicht zu erzählen, wie man Babyboomer macht. Wie gesagt, ich mache es wirklich nicht oft. In der ganzen letzten Zeit eigentlich nicht. Bei mir ist Babyboomer so nicht gefragt. Mal gucken mit der Maniküre, die wollte nämlich wirklich, wirklich nur ganz, ganz einfache Nägel haben. Ob ich da so einen leichten Babyboomer arbeite, mit was, weiß ich noch nicht. Ich warte das jetzt mal ab.
was sie morgen sagt. Und das filme ich aber dann, wenn dann auch mit. So. Bist du jetzt auch richtig da gestanden? Warte mal, ich setze noch mal 10 Sekunden hinterher. Ich habe mich jetzt nicht aufgepasst. Das wollen wir ja nicht, ne? Jo. Und dann haben wir die 3 fertig. So. Das sind sie. Das war jetzt mit Gel. Der war mit Fiberglasgel. Und der ist jetzt mit Acrylgel. So, jetzt hole ich euch noch mal ein bisschen dichter ran. Also der geht ein bisschen, da ist jetzt aber auch dieses Weiße unter, ne? Also ganz klar. Hier sieht man aber auch, der ist wirklich, wirklich so ein Hauch. Aber das ist auch dieses Soft White einfach. Wenn ihr ein bisschen mehr, noch mehr Weiße vorne sehen wollt, dann nehmt ihr einen French White und lasst das noch minimaler auslaufen und geht dann wirklich nur noch mit einem Hauch vorne drüber. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr diesen Unterschied, aber ich hoffe, von der Machart her, sag ich mal, ist es eigentlich immer gleich. Ja, ich hoffe, ich konnte meine Pflicht damit erfüllen, dass ich euch das gezeigt habe. Wenn ihr das noch wieder anders macht, wie gesagt, es gibt verschiedene, ich kann jetzt wirklich nicht alles zeigen. Man kann das auf die verschiedenste Art und Weise machen. Nur mit Farbe kann man, glaube ich, auch noch machen. Aber ich habe mein Bestes versucht. Und sonst, so gefallen sie mir eigentlich. Hätte vorne noch ein bisschen weißer sein können. Hier sieht man es ein bisschen. Ist natürlich jetzt bei dem Licht und mit der Kamera ein bisschen schwer einzufangen. Ich sehe es aber. Und ja, ansonsten könnt ihr mir ja einen Kommentar dazu da lassen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. An alle Neuen von euch auch herzlich willkommen. Lasst mir gerne ein Like da, da freue ich mich drüber. Also Daumen hoch ist für mich auch immer sehr wichtig. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, eure Claudi. Tschüss.